So, meine lieben Freunde, und dann kommen wir zur kleinen, oder heißt klein, ja, Roman Reigns Sammlung. Ich finde den voll cool. Die meisten buhnen den aus, weil er ist eben der Bösewicht. Gerade, also es ist seine Rolle eben. Aber er ist einfach richtig cool. Ich finde den einfach cool. Das ist für mich so wie der, ja, der neue Hulk Hogan, sagen wir mal. Der steht immer auf meinem Tisch. Und der, also die beiden, standen auf meinem Tisch. Ich muss mal sehen, ob ich die einräume oder nicht. Aber jetzt nicht erschrecken, ihr lieben Freunde, weil, passt mal auf. Oh, krass. Bam. Oh, yeah. Holy moly. Holy shit. Ich habe hier halt eine Menge Roman Reigns. Ich glaube, Mike wird gleich mit dem Kopf schütteln und sagen, oh weia. Ja, kannst du ja machen. Ich find's einfach nur geil. Ich habe aber, muss ich auch dazu sagen, mittlerweile aufgehört zu sammeln. So viel, ja. Vor allen Dingen, ich habe die meisten Figuren von ihm schon. Eine fehlt mir noch. Und zwar die mit dem gelben Handschuh. Und es gibt auch noch eine neue mit einem roten Handschuh. Die habe ich mir aber hier, wie gesagt, nachgebastelt. Habe hier einen anderen Kopf drauf gemacht. Habe die Haare ihm gekürzt. Habe diese Kette ihm darum gebastelt. Und den roten Handschuh gemacht und rote Schuhe. Das gibt's auch in einem extra Video auf jeden Fall zu sehen. Wer da Bock drauf hat, gerne reinschauen. Und ach so, ich habe ihn den Bart angemalt. Wir können ja mal das Gegenstück kurz suchen. Das Original, also das Original sah. Nee, das ist er nicht. Wo ist er? Wo ist er? Hier, wa? Jawohl. Ich glaube, das. Nee, das ist er auch nicht. Hier, er hier. Er ist es. Und da sieht man schön den Unterschied. Da ist eben. So sah er früher halt mal aus, ne? Und das ist eben jetzt die Neuzeit. Bisschen so. Ja, wie gesagt, ich wundere mich selber immer auch so, wenn ich das hier so angucke, wie viel ich mir in der Zeit angeschafft habe. Oh, Entschuldigung. Holy moly. This is crazy. Hier. Hier habe ich auf jeden Fall noch diese Zombie-Version von ihm. Und da auch nochmal, also als ist, glaube ich, eine Mutanten-Version und eine Zombie-Version. Ich glaube, das ist der Zombie, das ist der Mutant. Ja, paar Umbauten dabei, ihr seht's. Auf jeden Fall, das ist ein Umbau. Schön mit dem Jackett. Auch die Haare gekürzt, Bart dran gemacht. Das ist ein Umbau. Einfach auf einen alten Jacks-Körper raufgeknallt. Fand ich cool. Auf jeden Fall. Hier auch nochmal im Jackett. Mit langen Haaren eben und graues Jackett. Und hier auch nochmal ein Roman Reigns mit einem coolen Oberteil auf jeden Fall. Das ist auch von jemand anders. Ich glaube auch Randy Orton. Auch auf den Jacks Körper raufgeballert. Den Kopf. Und dieser Kopf ist dieser hässliche Kopf hier. Den ich total hässlich finde. Deswegen habe ich den so umgebaut. Da gibt es auch ein Video von. Da habe ich ihn diesen Bart rangebastelt mit, ja, mit 2K-Spachtel. Und ich finde, der sieht so richtig cool aus. Ja, was soll ich sagen? Ich bin selber ein bisschen überwältigt gerade, wie viele ich mir in der ganzen Zeit angeschafft habe. Das ist auf jeden Fall krass, oder? Holy moly, Alter. Ich weiß ja nicht, ob die da alle reinpassen in die Regale. Das ist auf jeden Fall mega, mega, mega. Also dazu kann ich selber nur sagen, wer ein richtiger, ja, Roman Reigns Fan ist in dem Sinne, sammelt eben alle Figuren. Also mir fehlen noch ein paar, aber ich sage mal so, wenn ich sie sehr günstig kriege, dann okay, kommt man noch ein oder zwei dazu, aber das reicht hier für ewig. Der hier ist übrigens auch umgebaut auf einen Jacks Körper, und zwar von Johnny Morrison. Habe ich ihm hier noch einen Handschuh rangebastelt von Undertaker, glaube ich. Den Körper eben von John Morrison, schön mit dieser Hose und so, mit diesen Zeichen. Man sieht es auch hier vorne, ist es deutlich zu sehen, John Morrison hier hinten auch. Ich habe das einfach drauf gelassen, weil ich es cool fand. Und ich glaube, den habe ich den Bart auch bemalt, ja, auf jeden Fall. Genau wie, nee, er ist original.
Das ist übrigens hier auch so ein hässliches Ding. Ja, das ist so ein komischer Kopf. Ich habe das ja alles mal gezeigt, wo ich es angeboxt habe und dann meine Meinung dazu gesagt. Aber es sind eben sehr alte Figuren auch. Und ja, diese Hersteller, die werden halt auch immer besser. Es gibt mittlerweile so einen richtigen Headscan. Hier zum Beispiel, der sieht wirklich so aus, wie er aussieht. Die ist ziemlich neu, die Figur. Oder auch die hier eben. Ist einfach nur geil, wie gesagt. Klar ist es sehr viel, ja. Manche Leute schütteln mit dem Kopf. Aber ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Das Gute ist, ich kann sie immer noch irgendwann verkaufen, ja. Also macht euch da mal keinen Kopf drüber. Ich finde es einfach nur geil. Abgefahren, das ist richtig abgefahren. Und ihr wollt nicht meine Undertaker-Sammlung sehen, weil ich glaube, das sind noch mehr. So, die letzten beiden Figuren von diesem, ja, Roman Reigns. Für euch ist es natürlich jetzt schön zu sehen. Für mich ja dann auch, aber ja, es geht ganz schön unter hier, weil es ist sehr tief alles. So ein Regal sollte im freien Raum stehen, dann sieht man das vielleicht besser alles, aber ja, was soll ich machen? Kein Platz und ja. Ist halt nicht so optimal, wie ich dachte, aber ja, wenn man das so anleuchtet, ist das schon cool, dann sieht man sie ja. Aber wie gesagt, das ist alles ziemlich, ja, eng besät, sag ich mal. Hier ist besonders voll geworden. Aber was soll man machen, wenn man so viele Figuren hat? Und besser als im Karton ist es auf jeden Fall. Ihr werdet bestimmt öfter mal vorstehen vor dem Regal und einfach mir die ankicken. Es ist ja jetzt auch schon dunkel draußen, also von daher, ja, ein bisschen vielleicht Tageslicht, dann ist das auch wieder cooler. Ja, und so sieht es denn aus, wa? Big Fat, juhu! Fangen wir einfach von unten an. Das Ding ist, mir fehlen jetzt auch diese komischen Stöpsel hier. Also ich müsste jetzt hier irgendwas improvisieren, wenn ich hier noch mehr Fächer ranbauen will. Und wie gesagt, umso tiefer man geht, umso blöder ist es eigentlich mit dem Schauen. Weil, guck mal, ich nehme euch jetzt mal mit. Ich stehe mal auf, so, zack. Also Schau und Schauhöhe ist eigentlich so ganz cool. Aber da wird es schon ein bisschen doof, ne? Weil da, naja, sieht man halt nicht viel. Und da unten, da wird es immer schlimmer. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt erstmal einen schönen Platz bekommen, den, finde ich, sie auch verdient haben. Und ja, geil. Auf jeden Fall hier so meine Top, wie sagt man es, ich bin ja kein Fan oder Groupie oder sowas, aber ich finde die Typen einfach cool. Er ist leider schon gestorben. Rest in Peace nochmals. Ja, wird er aber machen. Der ist jetzt frei. Also The Fiend, aka Bray Wyatt. Dann Brock Lesnar. Und zu guter Letzt Roman Reigns, der aber auch, muss man auch mal betonen, eine krasse Krankheit hat. Er hat irgendwas mit dem Blut gehabt. Also nicht Blutkrebs direkt, aber ich weiß es nicht genau. Also irgendwas hat der auf jeden Fall auch und deswegen tritt der auch so selten auf in den Sendungen. Irgendwas ist da auch nicht ganz koscher. Ich wünsche denen auf jeden Fall, dass er lange durchhält und dass der nicht jetzt der Nächste ist oder so, der gehen muss. Also das wäre wirklich scheiße. Roman Reigns auf jeden Fall. Geile Nummer. Ja, und mein anderer Held ist eben der Undertaker. Und aber es gibt noch einen, genau, der Ultimate Warrior, genau. Von dem habe ich nicht so viele Figuren, weil es die einfach sehr selten gibt und immer auch, die sind ziemlich teuer. Deswegen, wenn man da mal eine bekommt, wo man ein bisschen mehr zahlt, sage ich, okay, das geht noch. Aber im Gegensatz zu diesen ist auf jeden Fall der Warrior die teuerste Figur, die du kriegen kannst. Gut, jetzt durch den Tod von Bray Wyatt ist es eben auch, sind die auch sehr teuer geworden, die Figuren. Deswegen habe ich mir auch vor einer Weile halt einen Haufen davon angeschafft. Aber vorher hatte ich auch schon ein paar, so ist es nicht.
Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht, ich quatsche gerne. Ich sag nur, holy moly! Nein. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich gleich nochmal melde oder ob das jetzt das Ende ist von dem Video. Schauen wir mal, wa? Was ich auch noch ganz cool finde, ist Finn Balor. Also so ist er Finn Balor und er hat praktisch ein alter Ego und das ist dann eben The Demon Finn Balor. So kommt er immer mit so einer Bemalung drin. Eigentlich auch einzigartig in der Geschichte vom Wrestling, dass einer sich so krass bemalt mit den Zähnen und diesem Maul. Also er hat immer so ein, wie so ein offenes Maul soll das darstellen. Halt auch The Demon eben. Und das ist hier eine der besten Figuren, die ich habe. Ich sehe aber gerade, hier fehlt dieses zweite Armdingsbändchen da oder wie auch immer. Das muss ich noch raussuchen. Die kommen auf jeden Fall jetzt auch nochmal in das Regal rein. Ja. Finn Balor! So, Freunde des Zuschauens. Oh, meine Güte. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall, weil ich das noch nicht gezeigt habe, noch diese Mutantenfigur reingemacht. Dann habe ich hier unten noch das Regal einfach für Finn Balor gemacht, also The Demon. Da hinten normal, ne? Und vorne seht ihr ja selber mit der Bemalung. Es ist zwar gut verstaut, sagen wir mal so, aber auch nicht so wirklich gerechter Platz für die Figuren, dass man sie schön sieht. Beziehungsweise hier unterhalb. Das hier lasse ich erstmal frei, mal gucken, was da hinkommt. Auf jeden Fall ist das hier erstmal das Ergebnis von meiner, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt bestimmt 2 Stunden hier rumgewirkelt zum Thema, man hat hier noch Zeit am Tag. Ja, also der Tag hat eigentlich nicht so viele Stunden, ne? Wenn man noch Essen mit einberechnet und eventuell noch einkaufen geht. Gut, heute ist Sonntag, aber ne, das kommt ja auch mal dazu. Beim Einkaufen ist locker auch mal 1 Stunde weg. Also, ja, Zeit ist wirklich rar. Oberhalb habe ich jetzt einfach meinen Ford Mustang raufgepackt, weil auch wieder ein bisschen Platz, kleines bisschen mehr Platz denn in dem Wohnzimmer. Aber ich muss ehrlich zugeben, es ist einfach zu viel und bei Figuren besonders, aber auch bei Autos. Wo stellt man sie hin? Das ist eben wirklich das Krasse. Deswegen habe ich ja auch aufgehört mit dem Sammeln von Figuren. Sagen wir mal so, wenn ich noch welche irgendwo kriege, günstig, klar. Schauen wir mal, aber ja, es wird dann meistens in Kisten bleiben und das ist eben eigentlich doof. Ja, dazu kauft man sich ja nicht so eine schöne Figuren. Dafür gibt man ungern Geld aus, dass es denn irgendwo nur in der Kiste rumliegt. So ist es eigentlich schön gemacht. Und jetzt, ja klar, fürs Video, ne? Aber ich habe es ja vorhin schon erklärt, da unten das sieht man fast gar nicht. Weil, also, meine Augenhöhe ist praktisch hier. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen wenigstens. Sind ja schöne Figuren. Wer auch auf sowas steht, dem wird das gefallen haben. Und ja, auf jeden Fall, das ist eben meine Leidenschaft eigentlich. Ich wollte gerade sagen, mal gewesen, weil ich habe ja irgendwie schon aufgehört. Und hier habe ich wirklich extrem zugeschlagen. Man sieht es ja, wie viel Figuren ich von, sag ich mal, Roman Reigns habe oder Brock Lesnar oder eben Undertaker. Dagegen ist das hier noch wirklich wenig, also Finn Balor. Aber es sind immerhin auch 6, 7 Figuren. 7 Figuren. Und so sollte es, glaube ich, auch bleiben, dass man so bei 7 Figuren bleibt und nicht noch mehr holt. Wie gesagt, ich, ja, keine Ahnung. Ich kann die Leute auf jeden Fall verstehen, die auch so eine Sammelmanie haben. Es gibt auch genug Wrestling-Verrückte, die haben das im Hintergrund stehen, also auch in so einem Regal, aber die haben das über die ganze Wand verteilt, also wirklich alle nur Figuren. Und das ist mir aber auch zu krass. Also ich will nicht überall Figuren um mich haben, um mich rum. Ja, deswegen ist so ein Regal hier schon ganz schön eigentlich. Mal schauen, wie es weiterläuft, weitergeht. Aber auf jeden Fall ist Fakt, dass ich aufgehört habe, Figuren zu kaufen. Ja. Bei Autos ist es noch ein bisschen anders, aber ja, da ist genau dasselbe Problem eigentlich. Man hat einfach keinen Platz. Und man sagt sich aber immer, glaube ich, das ist immer, glaube ich, diese Ausrede für sich selber. Ja, Hauptsache habe ich die Figuren und später, wenn ich eine größere Wohnung habe, dann kann ich die alle schön da hinstellen und so, ne?
Aber ja, wann kommt der Zeitpunkt mal? Das war immer so, glaube ich, diese Ausrede für sich selber, dass man gesagt hat, oh ja, den will ich auch noch haben und den und den und den. Also jedes verschiedenste Form von den Figuren. Und da kann ich auch die Leute verstehen, die da sagen, musst du hier dreimal dieselbe Figur kaufen, bloß weil eine andere Hose hat. Ja, haben wir ja schon drüber geredet. Ich sage jetzt auf jeden Fall, tschö mit Ö, macht das gut, haut drin. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Das wird ja dann doch ein längeres Video. Ich bin jetzt auf jeden Fall gut fertig auf die Knochen. Das Einräumen, Sortieren, tralala. Ist ja alles nicht ohne. Wer das kennt, der weiß, was ich meine. Ich sage auf jeden Fall, tschö mit Ö, rin ihr hauen. Bleibt gesund und bis die Tage. Keine Frage. The Champion.